Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir unsere ersten Soldaten wieder mal in den Krieg geschickt und haben es geschafft, dass sie nur verwundet zurückgekommen sind und nicht alle gestorben sind. Wir haben eine relativ gute Basis mittlerweile. Essen scheint gut dazustehen. Brot haben wir tonnenweise. Wir haben alles eigentlich relativ gut da. Und ich habe gerade gemerkt, dass man Wildschwein verkaufen kann, wo ich mich richtig drüber geärgert habe. Vor allem, weil wir jetzt sogar einen Ritter haben. Wo ist denn unser Ritter? Ritter! Ich finde unseren Ritter gerade nicht. Da kommt sie. Da ist der Ritter. Der hat sogar schon ein Schwert in der Hand. Oder Soldat ist es. Nee, warte mal. Hä? Könnt ihr mal aufhören, dann an der Seite hier. Genau, das ist Soldat. Sprechen und hat auch den Rang Soldat. Und braucht zur Nahrung Wildschwein, glaube ich. Auf jeden Fall sind die ganz happy. Ich verstehe auch nicht, warum sie kann noch Bier eigentlich haben. Vielleicht müssen wir mal irgendwas wie Wein oder sowas auch in der Art noch produzieren. Oder vielleicht sogar Honig. Die Frage wäre, wo kriegt man Honig her? Und es fehlt zwei für den Platz für Häuser. Ich würde mal das Wohngebiet hier noch ein bisschen erweitern. Ich weiß bloß nicht genau, wo sie hinziehen wollen zum Beispiel. Das ist halt auch so eine Sache. Aber sie, da platziert sich schon Haus, also ist hier schon wieder so eine Ecke, wo sie gerne hinziehen würden. Ist auch gut zu wissen. Ah, jetzt ist das ja auch fertig. Perfekt. Dann können wir dir, nee, du bist das Falsche, aber dich hier könnte ich Wildschwein zu verkaufen. Und dafür bräuchte ich natürlich wieder einen Angestellten. Luxusgüter schon brauchen wir nicht, aber wir bräuchten hier bitte einen rein Bewohner. Und vielleicht sollten wir noch einen Stand bauen, schnell. Weil man kann Käse verkaufen. Und ich denke, dass wir den Käse auch verkaufen sollten. Dann haben wir nicht bald auch alles verkauft irgendwie. Bau beginnen. Kann man hier echt noch verkaufen? Nee, nur Stoffe, okay. Gut zu wissen. Aber Geld scheint irgendwie nicht immer noch kein großes Problem zu sein. Wie schaut es denn aktuell mit den Ressourcen für Weizen aus? Weizen steht noch, Brot ist 80 auf Lager noch. Das könnte vielleicht sogar eng werden langsam, dass wir eine zu niedrige Produktion haben. Aber die Bäckerei hat sogar noch 12 auf Lager und Mehl hat sie auch noch auf Lager. Sie scheinen sehr müde zu sein, obwohl das auch noch 14 Mehl auf Lager. What? Ja, vielleicht wird bald eh die Produktion ein bisschen zu langsam. Schauen wir mal. Einfach mal beobachten und schauen, was passiert. Wie geht's denn hier hinten voran? Ja, das schaut ordentlich aus. Vor allem, weil wir einfach auch endlich mal Platz brauchen, um Leute zu bedienen da oben. Ich denke, das wäre eine gute Sache, wenn wir bald zu den Bürgern aufsteigen wollen, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und ich würde auch dann gerne das hier einmal erweitern. Steht zwar sehr schön hier mit den Teilen, müsste sich dann aber einmal ein bisschen verzwitschern. So. Aber ich finde, es funktioniert. Es läuft echt gut. Ich dachte, dass wir bald einfach zusammenstürzen. Wie viel Eisen ist das? Das ist auch eine interessante Frage. Eisen haben wir null auf Lager. Aber Eisen als tonnenweise. Und rein theoretisch ist eine weitere Schmiede vonnöten. Ne, ein Eisenschmelzer. Setzen wir hier noch hin. So haben sie wieder ein. Alter, das ist heftig, wie die Leute abgehen. Einfach heftigst. Und das Geld scheint immer noch sehr stabil zu bleiben. Also ich hätte noch nichts gesehen, wo ich sagen müsste, oh, das wird eng. Neue Militärmission. Wie schaut es denn eigentlich mit meinem Heer aus? Extrem schwer. Wie schaut es mit meiner Armee aus? Vollständig ausgebildet. Die ist teilweise ausgebildet. Nummer 43 Schwärze eiskalt auf Lager.
Das muss man auch erstmal schaffen. Großteils ausgebildet, vollständig ausgebildet. Stärke allein 18 sie hier. Weil die natürlich schon auf Mission waren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf eine weit entfernte Mission wieder. Die hier. Helfen dem König. Und zwar mit unserem ganzen Heer. Vielleicht schaffen wir es diesmal wirklich bis zum Ende. Neuling. Der Soldat kommt natürlich auch mit. Zack. So können sie wieder ausrücken. Sind wieder mal alle auf dem Weg. Das ganze Heer marschiert. Und schaut, dass sie unsere Länder und unseren König verteidigen. Alles. Wenn wir später noch mehr haben und alle auf einmal in einen Angriff schicken. Das wären ja tonnenweise Soldaten. Wenn ich mir so vorstelle. Boah. Heftigst. 127 Einwohner. Boah. Ich würde gerne ein paar Brunnen bauen. An bestimmten taktischen, nennen wir es taktischen Stellen, hätte ich gerne ein paar Brunnen noch. Zum Beispiel an dieser Stelle hier hätte ich gerne einen Brunnen. Dann hätte ich gerne hier einen Brunnen. Hier einen Brunnen. Und an dem nächstbesten Durchgang also hier. Damit die Abdeckung wieder gut ist. Wir wissen ja nicht, was passiert, ne? So, da baut gerade noch keiner dran, wahrscheinlich, weil wir tonnenweise zu tun haben. Oder weil sie natürlich hier hinten noch beschäftigt sind. Was fehlt noch? Oh, die Werkzeuge. Das mit den Werkzeugen ist echt ein Problem. Oh. Euch natürlich alle zu Leibeigenen erstmal. Und dann machen wir noch ein paar Bürgerliche. Und dann hätte ich gerne mindestens einen noch, den ich befördere in die nächste Stufe. Steinbrücke ist jetzt verfügbar. Eine Steinbrücke. Die müsste ja dann... Oh, holla. Okay, das muss ich mir jetzt einmal kurz anschauen. What? Warte. Steinbrücke. Was kann man denn da bitte machen? What? Was geht denn hier ab? Also übertreiben kann man es rein theoretisch auch, aber... What? Man kann rein theoretisch auch so ein einfaches Holzgatter drauf packen und es reicht auch vollkommen. Behaltet meine Truppen. Bis jetzt waren sie siegreich, wie es scheint. Bis jetzt waren sie siegreich. Wie geht's denn hier voran? Da fehlen uns wahrscheinlich immer noch die schönen Baumaterialien, oder? Allgemein. Wir brauchen noch 32 Werkzeuge. Oh, unangenehm. Es werden nicht unbedingt mehr gerade. Jetzt kommt wieder ein Gesandter daher. Hallo, wir brauchen wieder was. Wir sind wieder pleite. 20 Fisch. Diesmal im Auftrag des Klerus und ich kann es nicht abgeben. Das ist uncool. Meine Hand knackst, das ist voll komisch. Unangenehm.
Aber sie hat die Aufgabe erkannt, wir müssen das hier fertigstellen eigentlich davor, damit wir mehr Eisenerz verarbeiten können. Wie viele Fische haben wir denn aktuell auf Lager? Oh, 5. Kann doch gar nicht. Hier ist noch 5. Hier ist auch noch 5. Da muss aber endlich mal ein Lagerarbeiter kommen und das alles ausräumen. Wenn da einmal ein Lagerarbeiter gut durchräumt, dann hat sich das erledigt, du. Ja, wenn wir von Lagerarbeitern reden, sind sie mittlerweile sogar unterwegs. Das ist doch prima. Subi ist das. Wie geht die... Oh Gottes Willen. Das kann noch ein bisschen dauern, bis die Taverne hier weiterkommt, du. Das kann dauern. Vor allem, da muss das auch noch fertiggestellt werden. Wie sind wir euch nochmal... Ne, hier. Ihr habt eigentlich noch viel Platz. Bin gespannt, ob sie es voll nutzen oder nicht. Denke nicht. Schaut auf jeden Fall nicht so aus. Das ist doch schon mal vorteilhaft, aber... Dass ich so mal ein großes Dörfle in Foundation baue, hätte ich mir nie gedacht. Okay, letzter Angriff, würde ich sagen. Laden und durchziehen. Bin gespannt, ob wir es diesmal schaffen. Oh, die Kleidung. Seht ihr das? Die Kleidung sinkt. Jetzt steigt sie wieder. Da müssen wir mal ein bisschen Auge drauf haben, weil die Kleidung könnte gefährlich werden sonst. Wie viel Stoff haben wir auf Lager? Sehe ich das irgendwo? Wolle gar nicht. Doch, Stoff haben wir 100 auf Lager. Also liegt es dann höchstens wieder an den Kleidungsmakern. Jetzt aktuell haben wir halt Werkzeug-Shortage, weil uns halt einfach alles fehlt. Uns fehlt es an Werkzeug, weil wir das hier bauen. Oh, das ist unangenehm. Und wenn ich das runtergehen sehe, kriege ich einen halben Herzinfarkt, weil ich würde das gerne... Schön. Weiter schaffen, weiter, weiter, weiter. Ja, schon die Kirche wirklich so groß bauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Gebäude hinstellen in Masse. Jetzt kommt der Größenwahnsinn durch. Vier Dorfbewohner fehlt jetzt am Platz. Ja, wo wollt ihr denn bitte schon bauen? Wir gehen jetzt dann eh hier vor und machen hier dicht. Und ziehen hier außen rum. Aber wo wollt ihr denn hin? Nach Valhalla? Warum habe ich eigentlich hier so gebaut? Ich kann jetzt eigentlich hier wieder so runter. Ach stimmt, der baut auch noch während... Wir bauen ja währenddessen überall auch die Brunnen. Total vergessen. Weil ich denke halt, dass Brunnen fehlen. Vermute ich. Was bist denn du? Doch, wir haben Bergmann. Ah. Bergmann Level 3. Level 3. Wie lange dauert es, dass wir genug Fisch auf Lager haben? Es gibt viel Fisch auf Lager. Moment mal. Haben wir jetzt zwei Fischlager? Aber okay, das lasse ich mal durchgehen. Wir erhöhen die Lagerkapazitäten. Um so viel wie möglich lagern zu können. Macht mir der Fisch, macht mir echt Sorgen, ne? Wir waren so erfolgreich. Die Soldaten sind von ihrer Mission zurück. Wo sind sie denn? Da sind sie alle. Oh, wie wunderschön. Unser Heer ist wieder zurück und wir haben gewonnen. Aber es müsste ja eigentlich uns Geld und noch andere Sachen geben, oder? Was hat es uns, was sollte uns das geben? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir wieder unsere Soldaten zurück. Was haben wir bekommen? 32 Erben, 7 Werkzeuge, 3. Oh. Und 900 Gold. Oh, scheiße, wir bräuchten mehr Platz. Aber 58, das lohnt sich ja voll. Also, dass wir jetzt viel Eisen haben, war mir klar. Nee, haben wir viel Eisen auf Lager? Nee, das hat uns gerade voll viel Eisen aufs Lager gekriegt. Das ist super gewesen. Allein, weil dadurch das Gebäude jetzt hier weiter fortgeschreitet wahrscheinlich.
Wie schaut es denn aus mit meinen Soldaten? Kann ich die auf meine nächste schon schicken? Oh, verwundet, verwundet, verwundet. Vielleicht sollten wir ein bisschen Pause geben. What? Stärke 24? Stärke 14. Ich glaube, wir haben bald ein richtig geiles Heer. Ich kann mir das sogar gut vorstellen, dass das hier richtig gut ist. Vor allem, wenn es heftigste Missionen macht, ne? Wir brauchen mehr Lagerplatz. Viel mehr Geld, Lagerplatz. Vielleicht sollte man ein zweites Verwaltungsgebäude irgendwo dann hinsetzen. Wie die zweite Kirche. Das kann ich mir gut vorstellen, so einen kleinen Platz, wo nur die Kirche, wo nur die, das Zeug ist. Geldmäßig stehen wir nicht echt gut da. Ich würde sagen, zum Abschluss dieser Folge kaufen wir noch einmal ein Territorium. Okay, jetzt mal, welche Worte sind da. So, okay. Landstrich kaufen. Und den können wir noch nicht kaufen, aber den tun wir in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich kaufen, denn hierhin kommen jetzt noch Wohngebiete. Aktuell noch hier so hin. Aber hier kommen neue Wohngebiete hin fürs Erste. Damit die Leute sich auch daheim fühlen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.